Ja, liebe Genossinnen und Genossen, vor 5 Jahren zogen wir mit dem Versprechen in den Wahlkampf, den Berlinerinnen und Berlinern ihre Stadt zurückzugeben. Und gemeinsam ist es uns gelungen, den Wahlkreis 4 zurückzugewinnen hier in Lichtenberg. Und dieses Versprechen und auch dieses sehr gute Erststimmergebnis waren für mich die zentralen Verpflichtungen in meiner parlamentarischen Arbeit in den vergangenen Jahren. Und ich denke, wir können auf das, was wir gemeinsam in der Zusammenarbeit im Bundestag mit Gesine im Abgeordnetenhaus, im Bezirk und mit den außerparlamentarischen Initiativen geschafft haben, echt stolz sein. Im Wahlkreis bin ich besonders froh drum, dass es uns gleich zu Beginn der Wahlperiode gelungen ist, die Verkaufsbemühungen des alten SPD-CDU-Senats für das Hubertusbad zu stoppen und zumindest eine öffentliche Nutzungsperspektive für den Kiez zu eröffnen. Außerdem ist es uns gelungen, Gesine hat es gesagt, den Weiterbau der A100 nach Lichtenberg in dieser Wahlperiode zu verhindern. Und ich konnte als Wahlkreisabgeordneter immer wieder Menschen bei ihren Problemen mit den Behörden helfen. Und in den vergangenen Wochen haben Marion Platter und ich dabei geholfen, die Schließung der Werksküche im Fenful abzuwenden. Und liebe Genossinnen und Genossen, diese Beispiele stehen, wie ich finde, für unsere Stärke. Wir Linke kümmern uns ganz konkret vor Ort um die Probleme unserer Nachbarn und können auch immer wieder Erfolge vorweisen. Als rechtspolitischer Sprecher unserer Linksfraktion habe ich in den vergangenen 5 Jahren einiges geschafft und auch immer versucht, das Versprechen, die Stadt zurückzuholen, in der Fachpolitik zu halten. Lasst mich dafür 3 Beispiele nennen. Auf meinen Vorschlag hin werden in Berlin jetzt Immobilien, mit denen die organisierte Kriminalität Geld waschen wollte, nicht länger meistbietend versteigert. Das war bisher so. Sie werden jetzt in kommunales Eigentum überführt und so der Spekulation entzogen. Und sie stehen jetzt für Gemeinwohlzwecke zur Verfügung. Ein weiteres Beispiel ist das neue Berliner Versammlungsrecht. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir unter unserer Federführung mit dem neuen Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz nun das freiheitlichste Versammlungsrecht in der BRD geschaffen haben. Und wir haben es den Demonstrierenden erheblich leichter gemacht, für ihre Interessen friedlich auf die Straße zu gehen. Wir eröffnen privatisierte Räume wieder für die Demokratie. Denn zukünftig darf nämlich auch auf öffentlich zugänglichen Privatflächen, also zum Beispiel Einkaufszentren oder Bahnhöfen, demonstriert und sich versammelt werden. Wir haben also ganz wortwörtlich den Menschen Stadtraum zurückgegeben. Und zugleich werden es Faschisten zukünftig schwerer haben, ihren Hass auf Berlins Straßen zu tragen. Vor dem Museum Karl Porz zum Beispiel dürfen Nazis künftig nicht mehr demonstrieren. Wir können das verbieten, eine alte Forderung der VVN-BDA, in der ich ja auch Mitglied bin. Und Antifaschistinnen werden es künftig einfacher haben, Gegendemos in Hör- und Sichtweite durchzuführen. Das 3. Beispiel, liebe Genossinnen und Genossen, und vielleicht das Wichtigste, ist der Mietendeckel. Wir haben das Gesetz im Parlament noch einmal zu einem echten Verbotsgesetz verschärft. Und wenn es in Karlsruhe Bestand hat, wird es diese Republik verändern. Da bin ich fest von überzeugt. Und darauf können wir hier mit unserer kleinen Regierungsbeteiligung im Land Berlin wirklich stolz sein. Und aktuell arbeiten wir mit der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen an einem Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung der großen privaten Wohnungsbestände. Und damit stellen wir nicht nur das erste Mal in der Geschichte der BRD zumindest die Systemfrage beim Wohnen und Eigentum. Wir beantworten sie auch, und zwar ganz konkret. Ich denke, das zeigt, dass wir Linke stolz auf unsere Arbeit der vergangenen Jahre sein können. Und ich möchte als Abgeordneter diese Arbeit für den Wahlkreis, für unseren Bezirk und für Berlin gerne fortsetzen. Denn es gibt noch verdammt viel zu tun. Fangen wir am Anfang an. Wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass der Weiterbau der A100 auch endgültig beerdigt wird. Und das müssen wir jetzt auf Bundesebene machen, nachdem das Grundgesetz geändert wird. Die Bundestagswahl wird da so wichtig sein. Und wir müssen sicherstellen, dass das Hubertusbad auch wieder tatsächlich für die Lichtenberger nutzbar gemacht wird. Und vielleicht sogar mit einer Wassernutzung in der letzten Sanierungsstufe. Dafür will ich mich weiter einsetzen. Und wir müssen die Schaffung neuen Wohnraums in einen fairen Ausgleich mit den Interessen der bisherigen Anwohner bringen. Liebe Genossen, es kann doch nicht sein, dass jeder Innenhof auf Gedeih und Verderb zugebaut wird, während wir an anderen Stellen die Möglichkeit haben, ordentlich in die Höhe zu bauen. In meinem Wahlkreis gibt es so eine Möglichkeit. Und Anwohner dürfen doch auch nicht einfach ohne Informationen über geplante Bauvorhaben im Reben stehen gelassen werden, wie es der SPD-Baustadtrat gerade wieder in der Frankfurter Allee Nord tut. Und unter anderem dafür will ich die nächsten 5 Jahre als Abgeordneter mit euch gemeinsam kämpfen. Dafür bitte ich euch erneut um euer Vertrauen als Kandidat im Wahlkreis 4. Lasst uns diesen Wahlkreis diesmal gemeinsam souverän verteidigen. Lasst uns diese Wahl rocken. Lasst uns damit Spaß reingehen und die Leute überzeugen. Ich habe da richtig Lust drauf und freue mich auf euch und hoffentlich natürlich auch auf eure Unterstützung. Danke.